Und damit seid gegrüßt. Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Tavern Talk. Ja. Endlich ist es soweit. Das Spiel ist released. Ich spiele es. Noch die erste Aufnahme. Ganz mutig. Direkt am Release Day. Ja, und schauen wir heute mal rein hier. Die Demo-Version haben wir schon, eine Extended, exklusiv, ja, Beta-Demo, die wir schon vor Release gespielt haben, Monate vor Release. Jetzt ist es endlich soweit, jetzt können wir die Vollversion spielen. Ich freue mich drauf, schon seit fast einem Jahr bin ich sehr hyped drauf. Was gibt's dazu noch zu sagen? Schauen wir rein. Wird endlich Zeit, dass wir das mal spielen. Es gibt hier ein bisschen mehr zu sehen im Titelbildschirm als in der Demo. Zum Beispiel eine Wanted War. Die werden wir uns vielleicht irgendwann mal später durchlesen. Ja, vielleicht in einem anderen Part irgendwann mal in aller Ruhe. Jetzt wird es mal Zeit, dass wir ins Spiel starten. Let's go. Will einen Speicherplatz. Nicht mal den hier. Und ich würde mal sagen, wir machen mal und starten mal mit Siegerproben. Once upon a time in a world far, far away, in a realm ruled by dragons and magic. Well, actually, it was this land specifically. Not that far away. Let me start over. Once upon a time, somewhere in Gaia, not that far away, there was a tavern. My tavern. A place for anyone looking for an adventure or a quick refreshment. A place open to everybody. Even jackdaws, I suppose. But I'm not just your typical innkeeper. My drinks are infused with magic to aid ambitious adventurers on their quests. To make sure they always return victorious. Big shoes to fill, I know. Then again, what's the worst that could happen? Hallo, Gastwirtin. Wie geht es euch? Alles in Butter? Kann ich klagen. Und bei dir, Fable? Alles in Butter? Ja, ja, alles in Butter. Mein Tag war sehr aufregend. Sehr, sehr aufregend. Warst du auf Abenteuerreise? Besser noch, ich habe einen Hainspaziergang unternommen und dabei einen umgefallenen Pilz neu eingepflanzt. Dann habe ich geduldig gewartet, ob er sich in ein Pilzmonster verwandelt oder einen Pilzmimik oder einen Gnom. Und? Hat er das? Nein. Aber ich konnte einen weiteren Hainspaziergang entlegen. Wie war es? Es war großartig. Ich habe mir alles noch einmal angesehen. Dieselben Steine, dieselben Bäume, dieselben Amaranthine Hydra, diesen Eingang nach Avalon bewacht, dasselbe Moos. Ich kam sogar dazu, die Astern zu gießen. Nicht, dass sie es gebraucht hätten, aber wo ich schon einmal da war. Das klingt aufregend. Ach, wem mache ich was vor? Mein Leben ist ungefähr so aufregend wie eine Nuss. Nun, Nüsse sind gesund und man kann sie nutzen, um Saucen aufzupacken oder als Snack. Und es gibt so viele Arten: Walnüsse, Erdnüsse, Haselnüsse. Ich bin allergisch gegen Nüsse. Das wusste ich nicht. Oh nein. Mach dir keine Sorgen. Ich habe es dir ja nie erzählt. Und immerhin würde etwas passieren, wenn ich eine Nuss essen würde. Nur nichts Gutes. Glaubst du, ein anaphylaktischer Schock zieht als ein Abenteuer? Nein, ich glaube, das zieht als ein Fehler. Also, wenn ich dich richtig verstehe, meinst du, dass dir etwas Würze fehlt? Oh nein. Nein, nein. Ich habe einen sehr empfindlichen Magen. Chilis würden das nur noch schlimmer machen, glaube ich. Aber ich bin sehr gut darin, Phoenix-Chilis anzubauen. Ich meinte eigentlich etwas Würze in deinem Leben. Ach, das meinst du? Ja, ja genau. Es gibt einfach keine Chilis in meinem Leben. Kein Knoblauch, keine Drachen. Nur eine Menge Salz. Im Moment bin ich wie eine fahle Suppe. Ich verstehe schon, dir ist langweilig. Kennst du das, wenn in deinem Leben überhaupt nichts passiert? Mein Leben ist wirklich nicht schlecht oder so, aber es ist auch nicht besonders unterhaltsam. Und jetzt haben wir hier die Erstauswahl. Versuch doch, deiner Suppe einen gewissen Pfiff zu verleihen. Was? Drama, Schwung, Aufregung, das gewisse Etwas. Geh ins Theater oder auf einen Ball und geh nicht einfach hin, sondern flieg in einem Heißluftballon dorthin. Ein Heißluftballon? Aber die fliegen ziemlich hoch. Oder? Ja, genau, darum geht es. Ich habe Höhenangst und ich mag keine Menschenmengen oder Schauspieler. Aber ich habe mein Bestes. Aber ich gebe mein Bestes. Ich habe Singen geübt. Aber was ist Singen anderes als Geschichten erzählen im Takt? Wie kann ich über etwas singen, das ich nie erlebt habe? Was meinst du damit? Und ja, ich lebe jeden Tag die gleiche Routine. Als würde man jeden Tag die gleiche Suppe essen. Ich meine, ich kümmere mich um meinen Wald, aber ich will darüber hinaus wachsen, Abenteuer erleben. Also... Zum Beispiel, lass mich dir etwas vorsingen. Ich habe dieses Lied selbst geschrieben. Ein Held, das will ich sein und Drachen stark bezwingen. Mit einer Nymph an einem See Momente schön verbringen. mit einer Nymphe. Das ist ganz schön gewagt. Natürlich ist es das. Das muss es sein. Zusehen, wie sie sich im Wasser vergnügen. Die Sonne, die durch die Baumwipfel scheint, zahllose Lichtsprinkler im murmelnden Wasser. Wunderschön. Wie gerne singe ich über die aufregenden magischen Dinge, die ich auf meinen Reisen sah. Charakterinformation freigeschaltet. Fake. Sehr schön. Das finden wir dann hier drum. Im Charakterbogen. Aber das Aufregendste in meinem Leben ist, wenn ich bei dir einen neuen Drink probiere. Und darüber kann ich nicht wirklich viele Lieder schreiben. Gegen eine kleine Werbemelodie hätte ich nichts. Ich überlege mir was. Können Nymphen daran vorkommen? Nein, lieber nicht. Na gut, vielleicht kann ich eines Tages eine Werbemelodie für sie schreiben. Bis es soweit ist, kann ich dich für einen Drink begeistern. Oh ja, ein Drink wäre jetzt genau das Richtige. Das Übliche. Ja, bitte. Damit meine ich einen schnellen Schluck, nur falls du es vergessen hast. Danke für die Erinnerung, Fable. Das ist mein Lieblingsgetränk. Wenn ich es trinke, dann muss ich immer an eine federleichte Nymphe denken, die unbeschwert über die Wogen eines Sees tanzt. Moment, möchtest du mit einer Nymphe tanzen oder möchtest du wie eine Nymphe tanzen? Beides. Aber vor allem möchte ich einen schnellen Schluck. Verstanden. Bin schon dran. Ja. Ich möchte gerne etwas fragen. Ich bin jetzt schon so lange dein Gast, aber ich habe immer noch keine Ahnung, wie du deine Drinks überhaupt machst. Könntest du es mir vielleicht zeigen? Natürlich. Und warum nicht? Gib mir das Tutorial. Wirklich? Na klar. Was muss ich machen? Brauche ich einen Schürze? Oder muss ich einen Familie beschwören? Wie beschwört man einen Familie? Folgt mir einfach. Willkommen in meiner kleinen Trankmix-Ecke. Oh, so sieht es hier jetzt aus. Hallo Ando. Vorsicht, ich habe ihn heute noch nicht gefüttert. Wie fangen wir an? Normalerweise finde ich zuerst einmal heraus, was meine Kunden möchten. Und um sicherzugehen, dass ich ihre Bestellung nicht vergesse, schreibe ich alles in meinem Notizbuch. Sehen wir es uns einmal an. Du hast meine Bestellung angeheftet. Genau. Wenn ich meine Bestellung genauer ansehen will, dann schaue ich im Protokoll nach. Und wenn ich weiß, was ich zubereiten soll, dann schaue ich mir meine Rezepte an. Kannst du nicht einfach improvisieren und schauen, was funktioniert? Nein. Manchmal experimentiere ich ein wenig, aber die richtige Balance ist wichtig. Also halte ich mich an meine Rezepte. Wenn ich mich entschieden habe, kann ich das entsprechende Rezept mit Kreide an die Tafel malen. Was, wenn du das falsche Rezept auswählst? Und falls ich mich umentscheide, kann ich es mit dem Schaum löschen oder einfach ein neues Rezept auswählen. Denn Zutaten sind in den 5 Flaschen auf der rechten Seite. Wir haben Geschick, Intelligenz, Verteidigung, Stärke und Charisma. Geschick klingt am leckersten, finde ich. Ich dachte mir schon, dass du das sagen würdest. Wenn ich einen Fehler mache oder meinen Drink aus anderen Gründen noch einmal neu mixen will, kann ich meine missglückten Drinks einfach Ando füttern. Wenn ich fertig bin, dann läute ich diese Glocke hier, um einen primordialen Vortex zu aktivieren, der... Weißt du, ich glaube, die Details würden dich nur langweilen. Versuch einfach mal einen Drink zu mixen. Du schaffst das. Okay, gucken wir mal ins Buch. Ein schneller Schluck soll es sein. Das zeichnen wir uns direkt mal an. Im Buch gibt es dann auch später hier die Charaktere, Gerüchte, die Quests, wenn wir die dann machen. Das Protokoll, ganz wichtig. Rezepte, Name, die Zutaten. Das Lexikon. Können wir da raus? Das Infusion und eine Weltkarte in der Map. Ich muss dann wieder abwischen, wenn wir wollen. Aber das wollen wir gerade nicht. Dann müssen wir nochmal die Rezepte hier rein. Die waren hier. Die nochmal ankritzeln. Und dann müssen wir hier oben her, müssen wir gucken hier. Das war's. Eins, zwei und ganz nach oben. So. Ich hoffe, das war nicht zu viel schon. Ich fühle, das war schon zu viel. Würde ich an Ando... Oh, Achievement. Weg damit, gib Ando etwas zu trinken. Ah, nicht so viel. Stopp. Mal ein bisschen von den blauen hier. Und ein Schwips. Violett. Schneller Schluck. Tada. Erster Schritt. Mach dein erstes Getränk. Wow. Der Drink wird ja tatsächlich teleportiert. Natürlich. Was hast du erwartet? Ich dachte, du wärst einfach nur sehr gut mit Taschenspielertricks. Verstehe. Dann probier deine Kreation direkt mal aus. Oh, das ist lecker. Und ich habe das gemacht. Das hast du. Danke, dass du mich hinter die Kulissen hast blicken lassen. Danke für deinen Enthusiasmus. Diese Abenteuer, von denen du träumst, hast du keine Angst, dass dir dabei etwas passieren könnte? Nun, ein wenig schon, aber wie soll ich über mich hinauswachsen, wenn ich es nie versuche? Und du bist dir sicher, dass du es schon wagen willst? Ja, ich will epische Geschichten erzählen können. Aber was? Nichts. Vergiss es. Kann ich dir helfen? Ein Drink. Für dich? Alles klar. Was für ein Drink. Genießbar. Danke für diese spezifische Aussage. Ich mache mich gleich mal dran. Wie wär's denn mit einem Herzenssprecher? Ist doch genau das Richtige für dich. Etwas Charisma täte dir ganz gut, denke ich. Meinetwegen. Weirder Typ. Ein Herzenssprecher. Einmal angekritzelt. Und da braucht es ganz viel Charisma. Ist die Krone Charisma? Guck mal hier. Charisma tatsächlich. Ganz viel Charisma, ein wenig Stärke und ein wenig Verteidigung. Oh, hoppala. Du musst Ando wieder was trinken. Ando nicht vergessen zu streicheln. Ganz wichtig. Feiner Drache. Achievement, wie süß, streichelt deinen Freund Ando. Auch diese Regenbogenaugen. Schimmert von Freude. Den darf man nicht übersehen. Das Ando-Streichen-Feature ist das Beste. Das sollte bekömmlich sein. Vielleicht ist das sogar lecker. Danke. Es ertrinkt beinahe die Erinnerung an die Banshee, die des Nachts die Lagune der Leere heimsucht und an ihr klagendes zerstörerisches Lied der Qual. Aber nur fast. Riecht freigeschaltet, Knochen und Blut. Okay. Ganz schön düsterer Zeitgenosse. Woran denkst du, Fable? Ach, nur Träume. Deine oder die Träume anderer Leute? Meine. Andere Leute scheinen den Mut zu haben, ihren Träumen zu folgen. Warum kann ich das nicht? Oh, das liegt ganz bei dir, oder? Ich wünschte, das täte es. Mein Bruder sagt, dass meine Träume Spinnereien wären, dass ich vor dem Mut wegrenne, an den ich höre. Wir sind Waldläufer, Fable. Wir gehören in den Wald, wie die Bäche, die den Berg hinterlaufen. Oder die Vögel in den Bäumen. Wir halten das Gleichgewicht. Das ist unsere Aufgabe. Und ist es das, was du möchtest? Ja, nein. Nicht wirklich. Ich möchte Dinge außerhalb der Sicherheit des Waldes erleben. Ich möchte ein Leben, das so voller Abenteuer ist, so Langeweile wie ein See im scheint. Ich will mutig und stark sein. Und ich möchte Lieder über meine Abenteuer singen, die andere Leute dazu inspirieren, dieselbe Freiheit zu suchen. Natürlich könnte ich den Aschenheim nie für immer verlassen. Es ist meine Heimat. Aber ab und zu ein wenig zu reisen kann doch nicht verkehrt sein, oder? Ich meine, mein Bruder hütet den Heim ebenso. Und meine Schwestern, ich glaube, sie könnten auf mich verzichten. Dann sollst du tun, was dein Herz dir rät. Wird es dann irgendwie aufhören zu schmerzen? Ich schätze schon. Ja. Aber was, wenn es ein Fehler wäre zu gehen? Was, wenn das nicht mein Schicksal ist? Und was, wenn es genau das Richtige ist? Ach, das wäre schön. Fable, erfüll dir deinen eigenen Wünschen. Du bist die wichtigste Person auf deiner Abenteuerreise und die beginnt bei dir selbst. Danke, du bist der beste Teil meines Tages. Zum Großreisenden, wie kann ich dir helfen? Ist das hier deine Taverne? Ich schätze schon. Hm. Mit wem habe ich das Vergnügen? Ich bin Zerling. Nenn mich Zerling. Oder nee, mir gleich. Nett, dich zu treffen. Zerlin. Was kann ich für dich tun? Darf es etwas zu trinken sein? Du machst diese Quest-Sache, oder? So sagt man. Suchst du Arbeit? Du kannst gerne mein schwarzes Brett ansehen. Nein, nicht für mich, aber für dich. Oder dein Schwarzbrett. Erzähl mir mehr. Hab gehört, dass ein Werwolf drüben in Tregaryn Probleme macht. Terrorisiert Bauern, reißt Schafe in Stücke, das volle Programm. Ein Werwolf? Das ist mir nun. Werwolf-Probleme. Früchte haben wir jetzt überall hier. Und den neuen Charakter. Geht mir genauso. Hab fast 10 Jahre von keinem mehr gehört und das war schon weit im Süden in Eroville. Richtfeld scheint Nomaden da sein. Ich dachte schon, dass es vielleicht derselbe ist, der einfach weitergezogen ist wie ein Nomade. Ich dachte, der Hype um Werwölfe wäre zusammen mit dieser einen Romanreihe zu Ende gegangen. Brr, du meinst diese Vampirschnulze? Genau die. Nein, alles, was die bewirkt hat, war, die Welt in 2 Camps zu spalten: Team Werwolf und Team Vampir. Zu welchen gehörst du? Eine sehr schwere Entscheidung hier. Vielleicht zu Anfang des Spiels. Schon so was Wichtiges. Team Werwolf, Team Vampir. Also ich meine, ich muss natürlich Astarion treu bleiben und das ist dann bei das geht's reinest grüßen. Da muss mein Vampir spawnen. Natürlich. Da muss natürlich Vampire sein. Ah, es sind die Fangzähne, stimmt's? Das bleibt mein Geheimnis. Du bist witzig, ich mag dich. Das Kompliment kann ich zurückgeben. Was ist mit dir? Vampir. Warum das? Wölfe sind meiner Art zu ähnlich. Und ich will das dazu, die mal etwas Distanz halten. Ist das der Grund, warum du das Werwolfsproblem nicht selbst lösen willst? Ja. Nein. Ich fürchte nur, dass er meinem Onkel Dragan ähneln könnte. Dann täte es mir leid, ihn umzulegen. Krummte Rücken, haarig, schiefe Zähne. Du weißt schon. Schwer zu sagen, ob das ein Werwolf ist oder nur Onkel Dragan. So ist meine Tante Olga gestorben. Tut mir leid, das zu hören. Muss es nicht. Die alte Hexe hat es verdient. Aber wenn die eigene Körperpflege nicht ernst nimmt, hatte man direkt die nächsten Möchtegern Van Helsings mit Silberpfeilen am Hals. Jagen die Van Helsings neuerdings auf Werwölfe? Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Zurück zum Thema. Dieser südliche Werwolf. Ja. Alles klar. Irgendwelche Hinweise, die anderen Abenteuern helfen könnten? Holzstöckchen. Bitte, was? Wenn es gefährlich wird, dann sollten Sie es mit Stöckchen holen probieren. Und das funktioniert. Bericht freigeschaltet, Holzstöckchen. Das klappt bei den meisten. Glaub mir. Gut zu wissen. Danke sehr. Entweder Sam oder Lin. So schwer ist das nicht. Alles klar, Lin. Alles klar. Hast du auch einen Namen? Gerstut. Recht im Moment. Ah, die Unnahbarmasche. Verstehe. Also wird... Bevor ich mich auf den Weg mache, hast du was zu trinken für mich? Aber natürlich. Und was darf es denn sein? Ich möchte etwas Kräftiges, etwas mit einer Menge Stärke. Und wag es ja nicht, mir irgendetwas Verwässertes in die Brühe zu geben. Immer erstmal Ando streicheln. So, Stärke. Da hätten wir das hier. Das wird doch hier tippt. Aber sowas von. Stärke. Dann können wir das auch so machen, dass wir hier mal erstmal bisschen Ton noch einmischen und jetzt noch ein bisschen Schild. Dann machen wir oben drauf noch Truppenpunch. Aha. Was für ein Süßer. Süße, keine Ahnung. Was jetzt Ando für ein Geschlecht. Ein Drink ganz ohne Wasser, wie gewünscht. Nicht. Genau das, was ich brauchte. Danke. Wohin zieht es dich als nächstes? Genau. Durch den Aschenheim. Es gibt da etwas, das ich erledigen muss. Was denn? Privatsache. Ach, darf ich fragen, worum es geht? Nein. Aber du wirst mich nerven, bis ich es ausspucke, oder? Genau. Meine Cousine behauptet, dass ihre Ente von untoten Schnecken gestohlen wird. Richtig, weil ich schon Schneckentempel. Ich glaube ja, sie halluziniert. Aber ich habe auch gehört, dass es im Norden einen Zuwachs an untoter Aktivität geben soll. Also, Da kann ich mir das auch gleich ansehen. Und sicherstellen, dass sie nicht selbst zu einer untoten Schnecke geworden ist. So eine Art Schutzsätze oder Tote wieder wecken, meine ich. Es ist ja, unkonventionell. So kann man das auch ausdrücken. Ich glaube ja, dass es nichts bringt, die Vergangenheit auszugraben. Das öffnet nur alte Wunden. Oder frisst deine Jungen. Die Vergangenheit jagt diejenigen, die ihr lauschen. Kannst du wie eine normale Person sprechen? Philosophie ist nicht gerade meine Stärke. Du hast damit angefangen. Und ich beende es jetzt auch. Na gut, wie du meinst. Wenn du mehr Gerüchte hörst oder Hilfe brauchst, komm gerne wieder. Ich bin eher ein einsamer Wolf. Gruppen sind nichts für mich, aber wenn es Arbeit gibt, komme ich wieder. Kraftinformation freigeschaltet in den. Ich kann warten. Wo wir gerade dabei sind. Du weißt, wie man Gerüchten aus Gerüchten Quests macht. Oder? Sie sollen schließlich nicht verloren gehen. Wo du sagst, ich könnte damit etwas Hilfe gebrauchen. Gib mir nochmal ein Tutorial. Na gut, ein paar Minütchen kann ich anbringen. Zeig mal, wie du das alles verwaltest. Also, hier sammeln ich all die Gerüchte, die ich gehört habe. Ich schreibe sie auf, auch in mein Notizbuch, damit ich sie nicht vergesse. Clever. Als nächstes solltest du alle Teile zusammenfügen, die zusammengehören. Zieh sie einfach hier herüber und stell sicher, dass sie zur gleichen Quest gehören. Ansonsten verwirrst du deine Kunden nur. Wenn du fertig bist, dann wähle deine Schreibfeder aus und die Quest wird aufgeschrieben. Verstanden? Verstanden. Alles klar. Danke für deine Hilfe, Lynn. Ich glaube, ich krieg das jetzt hin. Schreib es mir auf die Rechnung. Wir schreiben nichts auf Rechnung. Dir auch eine gute Nacht. Alles klar. Machen wir uns dann mal an die Arbeit. Die Queste muss zusammengesetzt werden. So. Okay, haben wir Cerulin, ein Wukakin, erzählte mir von einem Werwolf, der Tregaryn unsicher macht. Eine potenzielle Gefahr für die dort wohnen. Das ist doch erstmal hier, ne? Im Stöckchen ist die geheime Schwäche aller Werwölfe. Im geworfenen Stock hinterherzulaufen ist der Instinkt aller Hunde. Also wichtige Informationen. Jetzt um der Banshee und der Westnutze. Ja, der Werwolf wurde zuvor in Eroville im Süden gesehen, eine Nomade. Oder hat er ein bestimmtes Thema? Und hier Holzstückchen. So machen wir's. Los, macht den ersten Quest aus. Gerüchten. Ein Werwolf auf Abwägen. Ein schweigsamer Wukakin berichtete, dass ein Werwolf von Tregaryn nach Eroville zieht. Eine Gefahr für die Schafe und Dorfbewohner gleichermaßen. Anscheinend lieben Werwölfe Stöckchen holen. Bist du tapfer genug, diese Quest anzunehmen und Tregaryn vor Unbill durch Werwölfe zu schützen? Ah, die Unterschrift hier. Inkeep. So, angefüttern.